Heute sprechen wir mit euch über NetAtmo, Google Assistant, Philips Hue und Telekom. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der TINK News. Ich bin's Leonie und auch in dieser Woche gibt es natürlich wieder viel zu berichten. Zum Beispiel aus der NetAtmo-Ecke. Ab jetzt ist es nämlich möglich, deine NetAtmo-Kamera mit Alexa zu steuern. So könntest du dir auch die Bilder deiner Überwachungskamera auf deinen Amazon Echo Show oder Echo Spot aufrufen. Genauso kannst du jetzt aber auch mit einem Sprachbefehl über dein Alexa das Flutlicht von deiner Außenkamera NetAtmo Presence anschalten. Und wir bleiben gleich mal bei NetAtmo, denn es gibt noch eine große Neuigkeit. NetAtmo hat nämlich auf der IFA ihr neues Alarmsystem vorgestellt. Und das baut auf der NetAtmo Welcome Camera auf. Zu dem System gehören außer der Kamera ein Tür- und Fenstersensor und eine Sirene. Die Welcome Camera bietet dir ja schon die Gesichtsfunktion an, die ein super Grundbaustein für deine Sicherheit in deinem eigenen Zuhause ist. Die Sirene bringst du dann in genau dem gleichen Raum an wie deine Kamera. Nur dann funktioniert das Alarmsystem auch richtig. Fängt die Welcome-Kamera dann ein unbekanntes Gesicht ein, bekommst du nicht nur eine Push-Benachrichtigung auf dein Smartphone, sondern die Sirene löst auch einen 100 Dezibel lauten Alarm aus. Mit ähnlichem Prinzip arbeitet auch der Tür- und Fenstersensor. Den montierst du an deinem Fenster. Sobald es eine Erschütterung gibt oder das Fenster aus fremder Hand geöffnet wird, bekommst du eine Push-Benachrichtigung und deine Sirene wird ebenfalls ausgelöst. Der Google Assistant auf deinem Smartphone hat jetzt auch ein Update bekommen, denn es ist jetzt möglich, den Sprachassistenten stumm zu schalten. Bis jetzt hat der Assistent immer mit einer Sprachausgabe funktioniert, aber das, wenn wir mal ehrlich sind, kann ja auch manchmal ein bisschen unangenehm sein, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr oder im Restaurant oder. Jetzt ist es zumindest möglich, den Google Assistant stumm zu schalten, sodass die Antwort von Google nur auf dem Display erscheint. Mit einem Android-Smartphone gehst du in die Menüleiste und in der App wählst du unter den Einstellungen den Punkt Assistant aus und klickst dann auf Smartphone. Danach kannst du unter Sprachausgabe den Modus auswählen. Beim iPhone haben wir leider die Einstellung weder in der Google Home App noch in der Google Assistant App gefunden. Aber wir updaten euch natürlich, sobald wir dahingehend was gefunden haben. Und auch bei Philips Hue gibt es viele Neuigkeiten so kurz nach der IFA. Über die E27 Filamentleuchten haben wir ja schon letzte Woche gesprochen, aber es gibt darüber hinaus noch die GU10 Color Spots, das Upgrade der normalen GU10 Spots. Die punkten vor allen Dingen mit ihrem großen Farbspektrum, so wie du es eben von Philips Hue gewohnt bist. Du kannst sie entweder via Bluetooth oder über die Hue App individuell modifizieren. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn du dir gleich mehrere Spots zulegen willst. Und Telekom hat auch pünktlich zur Funkausstellung ebenfalls etwas Neues zu bieten, und zwar den Hallo Magenta Smart Speaker. Der kann das Übliche wie Einkaufslisten erstellen, dir das Wetter ansagen, Musik spielen und so weiter und so fort. Aber eins ist eben noch ganz besonders, denn in dem neuen Smart Speaker ist Amazons Alexa als zweiter Sprachdienst integriert. Der Speaker von Telekom macht für dich vor allen Dingen dann Sinn, wenn du dein Zuhause bereits mit Smart Home Geräten von Telekom ausgestattet hast. So kannst du sie per Voice-Befehl fernsteuern. Was noch alle Kontrollfreaks unter euch interessieren dürfte, die Telekom hat aus dem Datenschutzfiasko rund um Siri und Co. gelernt. So wirst du direkt beim Einrichten des Speakers schon gefragt, ob du mit einer Auswertung deiner Daten einverstanden bist. Und du kannst auch im Nachhinein jederzeit widersprechen. Was noch interessant ist, alle Daten werden nur auf europäischen Servern verarbeitet. Das waren die TINK News aus dieser Woche. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit mir dabei. Wenn ihr bis dahin Fragen oder Anregungen haben solltet, immer her damit. Schreibt sie einfach unten in die Kommentare oder schaut auf unserem TINK-Blog vorbei. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ihr wollt keine TINK News mehr verpassen? Dann subscribt einfach und wir freuen uns über jedes Kommentar und auch über jedes Like von euch.